Hallo und herzlich willkommen zu den Nerd Bros. Heute geht es weiter mit Diablo 2. Ich bin wieder unterwegs mit meinem Mauro. Servus! Und wir stehen jetzt hier vor verschlossenen Türen, aber die kriegen wir ganz einfach auf, indem wir Linksklick draufdrücken. Ja, das ist das Schöne an so einem Spiel. Einfach ganz simpel. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt los. Ja. Ich hole jetzt meinen Golem wieder zurück und meine Rüstung, die ich extra noch um mich rum habe, meine schöne Knochenrüstung. Bringt zwar anfangs noch gar nichts, muss ich sagen, absolviert 20 Schaden, also es ist nicht viel. Aber Aber Kleinvieh macht auch Mist. so sieht's aus und ich würde sagen, let's go. Let's go. Hier, Schrein der Ausdauer, einer der wichtigsten Schreine im ganzen Spiel. Deswegen nimmst du dir den auch. Korrekt. Ah, das Spiel macht echt Spaß, ey. Also ich kann da echt nichts Negatives bisher abverlangen, außer einer Sache, die Möglichkeit nicht zu stacken. Also. Ja gut, so und sowas haben sie damals noch nicht gedacht, würde ich fast sagen, ne? Also. Ja, aber gut, die müssen ja gemerkt haben, dass das Inventar ziemlich schnell voll ist. Oder sie wollten halt, dass das Spiel länger dauert, ja? Weil wenn du immer zur Stadt zurück musst und dies und Davon gehe jenes. ich aus, ja. So, hier geht's gerade auch gut ab. Ich sehe gerade, ich brauche definitiv mehr Mana. Mach die Tür ruhig zu, das ist okay. Hier sind jetzt auch die ersten Magier. Aus dem Die meisten Todesclan. nervigsten sind die mit dem Blitz. Hast du ja gesagt in den vorherigen Parts irgendwann, dass Blitz das nervigste Also Attribut ist, Blitz ist ne? das schwerste Attribut, weil wenn du zum Beispiel einen hast, der Blitz verzaubert ist, du steckst gegen ihn gegen und es sprießen einfach nur Blitze aus ihm raus. Wenn du Ja. ein bisschen falsche Resistenzen hast, dann gehst du einfach nur down. Du wirst dich auf jeden Fall auch freuen, wenn du den Fehler machen Oh, solltest. hier ist eine Ja, hast du Champion. gesehen? Im zweiten Akt werden wir auch ganz viele treffen, die sowas haben. Die laufen halt so eine Art Skarabäus-Viecher rum. Und das ist richtig hardcore. Also, da bin ich selbst damals verzweifelt. Auch im Online-Modus hiervon. Aber das werden wir noch sehen. Wow, wir sind aber schnell unterwegs so. Ging aber gerade Ja, Scherbella. nicht? Wenn er will, dann kann er. So, wir suchen jetzt auf der Suche nach dem Schmied, der den Hey, hohen you Primalus see hat. Wow. me? Ah, die halten hier aber mehr aus. Na, natürlich, umso weiter wir kommen, umso schwerer wird es natürlich, ne? Ja, aber wie kamst du vor jetzt? Aber wir packen's. Natürlich. So, ich glaube, wir sind. Ah, wir sind da. Warte, wir gehen jetzt mal kurz zurück in die Stadt. Komm mal her. Oh, nee, halt, das war, glaube ich, wir sind nicht da. Ich glaube, ich habe mich gerade noch verguckt, oder? Ja, es war nur eine Kante. Warten auf meine Augen. Glaube aber hier. Also, wir sind auf jeden Fall. Ich sollte mal kurz. Ich muss auf jeden Fall kurz zurück in die Stadt. Ich muss hier reparieren. Ich komme einfach mit. Genau. Den Helm verkaufen. Ich habe einen Ring, der nicht identifiziert ist. Gehen wir zu Mr. Kane. Guten Abend. Bam. Ich habe einen Ring. Magieschaden reduziert um 1. Das bringt nicht so viel. Nein. Hallo? Deswegen werde ich den auch fix verkaufen. Und einen Barbarenhelm habe ich gefunden. Weißt du, was uns die ganze Zeit mal fehlt? Wir haben ja Gefährtinnen. Ach, Und wir stimmt. vergessen sie die ganze Zeit. Aber ich würde jetzt gucken, klick mal auf Kashia Guten drauf und geh Abend. auf Anheuern. Und dann guck mal, Basanti. dass du eine findest, die Feuerpfeil hat, auf jeden Fall. Weil der Endgegner hier ist halt ziemlich Feuer, nicht So. sehr feuerresistent, sag ich jetzt mal. Ich habe mein Schätzchen gefunden. Ich auch. Aber mein Schätzchen hat eben sehr stark geleckt. Was kann ich für euch Du hast mir, tun? glaube ich, genau gerade die Dame geklaut, die ich selber haben wollte. War sie Tja. Level 11, ja, ne? Ja. Ja, du bist blöd. Okay, dann nehme ich Kyoko, wahrscheinlich importiert aus Japan. Kyoko-Protokoll. Ja. Du kannst natürlich den dein Merc, so wird er hier gerne genannt, kannst du auch selber, wenn du O drückst, selber ausrüsten. Das heißt, wenn du Waffen hast und Sachen, die Ah. du nicht brauchst, kannst du das auch in sie reinstecken. Hört sich komisch an, ich weiß. Aber gerne doch. So, ich fülle mich auch nochmal kurz auf mit Tränken. Gibt es auch verschiedene Tränke? Ja, schwacher.
Ja, leichter. Es wird umso später. Was kaufst du dir jetzt immer? Ich hole mir gerade erstmal nur die ganzen Schwachen, das ist reicht. Okay, gut. So, bald dürfte es nicht mehr reichen, weil ich halt ziemlich viel auf Vitalität gehe und auf Energie. Ja. So. Hier ist natürlich eine Sackgasse. Sargasse? Probeabo? So, wo können wir denn mal lang? Da unten kommen wir her. Das heißt, wir müssen hier links runter. Wissenschaftler von der Harvard-Universität haben jetzt einen Zungenbrecher gefunden, den du, wenn du den 10-mal hintereinander aufsagst, das schaffst du nie im Leben. Du bist schon nach dem 3. Mal fertig. Aber frag mich bitte nicht, wie der lautet. Der war echt krank. Ja! Sternruf. Ein Krummsäber. Hat Kalle natürlich. Bitte? Hast du natürlich aufgehoben? Hab ich? Ja. Aber ist nicht schlimm. Gar nicht hier, kannst du haben. Brauch ich nicht. Genauso wie sowas hier. Brauch ich auch nicht. Nee, nee. So, hier ist, glaube ich, auf jeden Fall Halligalli. Genau, ich wusste es, weil hier sind nicht ganz viele Skelette wieder. Was ist der Schmied untot? Nee, der ist nicht. Okay, gut. Sturmwitwe. Aha. Wir kommen der Sache immer näher. Es gibt ja auch ein Wort auf Englisch, da brauchst du 3 Stunden. Oh, da ist er. Oh mein Gott, ich hab die Tür wieder zugemacht. Da brauchst du 3 Stunden, um das Wort auszusprechen. Ah, ja. Hat ähnliche Phonetik wie Knüppelpass. Ja, der hat ja tolle Sachen fallen lassen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, darum geht's nicht. Es geht hier drum um den Hoadrimalus, denn diesen Hammer müssen wir Charzy wiederbringen. Ich ja, kann nicht ich noch zeig mehr dir tragen. Mal. Wenn deine Inventar nicht voll wäre. Ja, so. Der Hoadrimalus. Genau, jetzt können wir auch wieder zurück in die Stadt gehen. Ja. Immer so frei. Dankeschön. Dann bring dir mal der netten Charzy vorbei. Charzy! Guten Abend. Die freut sich jetzt auch ganz doll und gibt uns jetzt auch eine tolle Fähigkeit. Und zwar kann sie unsere Sachen verzaubern, was aber einfach mal überhaupt gar nichts bringt. Was kann ich für euch tun? Im Endeffekt müsstest du jetzt mit einer Klamotte bei ihr vorbeikommen, die keine Fähigkeiten hat. Wenn ich mich recht entsinne. Obwohl. Nö, geht auch mit einem anderen Gegenstand, den ich jetzt nicht mehr benutzen kann. Das ist toll. Verdammt. Welches Level bin ich? 13. Ja, toll. Kann ich jetzt nächstes Level erst auch benutzen? Jetzt habe ich gerade meinen Gegenstand, den ich brauche, verschwendet. Muss ich mir halt kurz was Neues kaufen für vorübergehend. So, Deckard hat eine neue Quest für uns. Genau. Es steht fest, dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu Andariel? Tun haben, die die Schwesternschaft genau, der Jägerinnen ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten Horadrim-Schriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel ja verkauft. Für Animation im Questmenü, im Questlog. Ja, schick, ne? Ja. Doch. So, ich brauche jetzt kurzzeitig mal. Seid gegrüßt. Sieht ja schon richtig ausgerüstet aus. Ich sehe immer noch aus wie so ein Einfallspinsel. So, ich habe auch schon 70 Mana, also 70 Energie. Ich habe auch 70 Mana. So, dann werde ich meinen nächsten Fluch skillen. Und zwar habe ich jetzt Eiserne Jungfrau gewählt. Den finde ich persönlich ganz gut. Danke, dass du mir das jetzt hier alles wegdrückst. Es passt ja auch zu dir, der Fluch, der dich dein Leben lang verfolgen wird. Genau. Nee, ist aber immer ziemlich praktisch, weil wenn wir diesen Fluch haben und ich ihn auch wirklich genau auf den Endgegner, sage ich jetzt mal, caste und er auf mich draufschlägt, kriegt er halt 200% des Schadens zurück. Ah, oh, das ist nett. Das kloppt ganz schön rein. Gerade wenn das Ding ziemlich aufgerüstet ist, dann bringt das schon einiges. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt auch und gehen direkt weiter.
Ja, natürlich bin ich durchgegangen, ohne dass du mitgekommen bist, weil du immer zu langsam bist. Ja, sicher. So. So, hier oben geht's nur, mein Gott. Ich mich kurz erschrocken, das ist ein starker Gegner. Macht Spaß so zu laufen? So ja. Hier geht's weiter. Ab ins Gefängnis. Ich hab mich eingesperrt. Das ist gut. Hier ist die erste Truhe, die du mit deinen Schlüsseln mal aufmachen könntest. Bin gleich da, so. Dies ist kein Ort, an dem ein Krieger sterben sollte. Richtig, dies ist kein Ort, an dem ein Krieger sterben sollte. Tja. Dann wollen wir das doch mal verhindern. Ja. Deine Chica nicht mehr mit dabei? Oh, die ist schon wieder weg vom Fenster. Ja, made in China. So sieht's aus. Oh, aber die kriegt hier jetzt gleich einen schönen Pulsschleim. Ich muss die auch gleich mal ein bisschen aufrüsten, dann passiert da auch nicht mehr so schnell was. Pulsschleim, das ist total nett. Ich bin überladen. Hol sie mir mal kurz wieder, die Sprache. Ja. Vielleicht ist es auch so schön eine bessere jetzt da. Hiltefall Level 11. Natürlich. Oh, ich könnte mir natürlich auch Wendy holen, weißt du? Wendy? Vielleicht, dieses vielleicht Pferdemagazin? Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sieht sie aus wie ein Pferd. Wer weiß das schon? Oh, und ich warte hier. Ja, ich bin ja sofort da. Oh, das ist ein guter Bogen für meine. Wie heißt sie? Kyoko. Kyoko. Kyoko Uzumaki. Orochimaru. Genau. Ich will nur mal kurz ein wenig ausrüsten, die Dame. Die hat ja gar nichts an sich. So, alles reparieren. Dann kriegt sie jetzt hier einen schönen Helm aufgesetzt und eine schöne Rüstung. Den zu leben. Bringt das in der Rüstung. Leben. Ja, dann baller ich sie jetzt mal voll mit Leben. Damit kann ich jetzt noch nicht. Kann sie nicht? Damit kann ich jetzt noch nicht. Damit kann ich jetzt noch nichts, sagt sie nur. Hast du schon gehört? Ja, das musste absetzen bei ihr. Ja. Kannst du es nicht reinmachen? Das kann sie gar nicht brauchen. Danke. Überaus monoton, die Dame. Okay. Danke. I'll be back. So, rennen weiter durch das Kloster. Ja, wir sind jetzt schon im Gefängnis. Ah ja, mach ich ja. So, was habe ich dir vorhin beigebracht? Immer nach links. Genau. Ja, meine Tussi macht das schon selbstständig. Bam! Ah! So. Dein Golem, ey, das ist der Brüller. Links, 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 links. Wie weit sind wir denn eigentlich so vom Spielfortschritt zurzeit? Also, wir sind jetzt bald im ersten Akt sogar schon durch. Der nächste Gegner, der halt kommen wird, ist der letzte Endgegner von dem Akt jetzt hier. Das ist halt Andariel. Die hat das ganze Kloster hier sozusagen übernommen und halt alles abgeschlachtet hier. Ihrem Eigen gemacht. Ist nicht sehr nett, ist richtig, aber. Was soll's, dafür sind wir ja da. So sieht's aus, wir machen sie kaputt. Ja, noch mehr explosive Fässer. So, dann werde ich jetzt mal das erstmal in meinem Skill die eiserne Jungfrau machen. Dann lass mich mal schlagen und da ist es umgefallen. So, mir fehlen auch nur noch wenig auf 13. Ah, ein lecker Animation hier, beziehungsweise Bild. Ja. Erinnert ein bisschen an Saw.
Ein wenig. Sehen wir es von, wo es das abgekupfert hat. Ja. Diablo, der Ursprung allen guten Geschmacks. Ja, schlag mich auf, schlag mich auf. Oh, so, ich bin jetzt 13. Lass mal hier so ein bisschen klären und dann können wir wieder Punkte verteilen. So. Guck mal kurz, was hier. Ah, hier ist der zweite Gang. Alles klar. So, Moment. Punkt in Ansturm. Und da bin ich auch wieder. Jawohl. Sag mal, ich drücke mal daneben. Doc, doc. Du. Oh, hier sind Patronen. Oh, überall Fallen drin wahrscheinlich bei unserem Glück. Nö. Doch. So, da, Champion Knochenmagier. Platsch, platsch. So, wenn ihr euch wundert, Nerdbros, wir sind ja eigentlich zu dritt, ja. Wir haben es aber so aufgeteilt, dass Pascal und ich zum Beispiel diese Let's Play Togethers machen. Das heißt, weil wir beide einfach uns in den Spielen am besten ergänzen, haben wir beide auch uns das so ausgedacht, dass wir jetzt primär Diablo 2 erstmal weitermachen und FIFA auch noch. So, dass wir ein bisschen das Kontrastprogramm haben. Hack'n'Slay Retro gegen Neuware Sport. Ja, von Marcel wird dann im Punkto Konsolen, Emulation was kommen? Singleplayer, beziehungsweise eigenes LP. Ja, und es wird jeweils dann noch von mir und von Pascal auch ein eigenes LP geben. Haben wir ja schon angesprochen in der vorletzten Folge, glaube ich. Es wird natürlich auch noch ein Let's Play geben, wo wir alle drei zusammen dabei sind. Auch nicht wenige. Da müssen wir aber erstmal schauen, wie wir jetzt, weil wir haben uns jetzt so einen Rhythmus, versuchen wir uns jetzt angewöhnen, dass wir jeden Tag eine gewisse Anzahl an Videos haben, damit ihr auch entertained seid. Müssen wir dann halt mal gucken, wie wir das dann fortführen, ne? Kommt aber bald. Ich denke auch. So. Danke. So. So, wir lernen uns den Endgegner immer mehr. Ein paar Ebenen sind noch vor uns, aber die sollten schnell durchdrungen werden. Oh, hier, den können wir von hier, von der Seite schön platzieren. Ja, 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 ja. Das ist zum Beispiel auch einer, der Blitz macht. Der macht es aber auf eine andere Art und Weise. Kugelblitz, auch nicht die nette englische. So, äußeres Kloster, ne? Gefängnis Level 1 haben wir das schon verpasst. Den Wegpunkt. Ja, aber das ist jetzt ja nicht so tragisch. Ich kann ja auch einfach einen Punkt machen, einen Wegpunkt. Also ich bin jetzt am Laufen. Nee, in die Kaserne möchte ich nicht. Ich habe jetzt mal die Leute hier erledigt. Hast den Wegpunkt gemacht? Nee, den Wegpunkt nicht, aber es ist ein Portal auf. So, ja, das ist gut. Ich sollte mir angewöhnen, mir Taumportalrollen zu holen. Hol dir einfach einen Folianten und mach das Ding einfach mal voll. Ja. Da passen 20 Stück rein. Die werden dann auch drin gestapelt. Ah, schön. Ich darf mir gerade einen Faustkampf mit einem Schamanen liefern. Aber er ist down. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, mich abzuholen. Ist das dein Ernst? Ja. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Blindschleiche bei diesem Spiel. Das ist unglaublich. Eieieiei, was steht denn hier, wo du bist? Ich bin am Wegpunkt. Ja. Ja, dann komm zurück.
zum äußeren Kloster. Geh in Lager der Dingsbums. Bin ich. Sehr schön. Geh durch mein Portal. Das ist hier. Gelb auf der Karte. Hab's gesehen. Geh hier links runter. Da liegt dein Körper. Mr. Knüppelpaste. So. Ja, ich lebe. So, dann gehen wir direkt weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Schade, dass es nicht so ein Follow-Ding gibt. Ja, das ist... Ja, das brauchen wir nicht. Ein bisschen selber klicken. Klatsch. So, wo ist der nächste? Die nächste Absteige. Und wir rennen und wir rennen und wir rennen. So sieht's aus. Das ist bei dem Spiel leider immer so. Aber ich find's gerade gut, weil. Ist ja noch immer was zu tun. Noch andere Szenarien? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. So Wüste oder sowas? Ja, also der zweite Akt ist Wüste, der okay. Dritte Akt ist, muss ich sagen, einer der schwersten, finde ich. Es ist im Sumpf, viel, viel Gift. Sollte man auch Resistenzen auf jeden Fall gut haben. Hm. Der vierte Akt ist schon sozusagen in der Hölle. Bei Diablo persönlich. Und ja, wie gesagt, bei LOD kam er dazu, The Lord of Destruction. Bei der Erweiterung dann von Diablo und da ist man dann in muss ich kurz überlegen, Ariad-Gipfel bei den Barbaren und da geht's dann auch nochmal richtig zur Sache. Da ist man halt dann schon wieder draußen, aber so alles eher so Schnee. Also mein Lieblingsakt ist auf jeden Fall auch der fünfte Akt. Ja, da sieht man auch, dass sie da ein bisschen wieder reingeklotzt haben, weil das kam ja ein oder zwei Jahre später nach dem Hauptspiel raus. Und da sieht man schon wieder ein bisschen, dass sie sich da auch nochmal schön reingesteckt haben. In einer Erweiterung, wo nur ein Akt dabei ist, muss man sich überlegen. Der aber gut. Auch so lange dauert wie zwei Akte, sage ich jetzt mal. Wir müssen hier durch und da oben hoch. Hoffe ich. Ich folge dir blind. Und ja, das ist zum Beispiel ein sehr großes Manko an diesem Spiel. Man sollte am besten erstmal so das Areal um den letzten Eingang komplett abgrasen, damit man nicht vielleicht komplett dran vorbeiläuft, um dann festzustellen, oh, er war direkt nebenan. Ja, schön. Denn das war er. So. Die machen auch Blitze. So, das wird der letzte Gegner von unserem Let's Play erstmal sein. Sind wir schon am Ende? Ja, wir sind am Ende für heute. Wir verabschieden uns. Nächstes Mal geht's weiter. Wir sind kurz vor Andariel und es geht bald ihr an den Kragen. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Tschüssi Nevsky. Tschüss.